Am 14. September fand im Gasthof Klingt in Heidmühlen die Auftaktveranstaltung der Segeberger Kulturtage statt. Bad Bramstedts Bürgermeister und Vorsitzender des Vereins für Jugend- und Kulturarbeit, Hans-Jürgen Küttbach, begrüßte die rund 150 Gäste und informierte über Inhalte und besondere Highlights der Kulturtage. Neben verschiedenen Rundgängen und Gesprächen konnten sich die Besucher über ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm freuen.